herzlichen Dank. Germany 12 points, L'Allemagne 12 points. Wir sind relativ sicher beim nächsten Mal beim Eurovision Song Contest im Mai. Da werden wir das endlich mal wieder hören, denn sie ist dabei. Lena Meyer-Landrut, unser Star für Oslo. Am vergangenen Freitag ist sie im Finale gewählt worden. Und da war irgendwie plötzlich klar, diese junge Frau von 18 Jahren hat irgendwie alle verzaubert. Die Zuschauer zum einen, aber auch Musikkritiker sind begeistert von ihrer Natürlichkeit. So, und wir wollen gleich mit ihr darüber reden, wie sie so, warum sie so wahnsinnig natürlich ist. Und gucken aber erstmal an, wie es im Finale war und wer da alles mitgefiebert hat. Alter Finne, ich bin fertig. Wie ist sie? Lena, schönen guten Morgen. Ja, guten Tag. Aber geht's wieder gut drauf, ne? Ja. Du genießt es richtig, hab mir so einen Eindruck. Ja. Das ist schön. Wobei man in dem Moment, dieser Ausschnitt, den wir gesehen haben, da warst du schon richtig den Tränen nah. Was war da so schlimm? Da war irgendwie schlimm, dass dann plötzlich alle Menschen auf mich zugekommen sind und was von mir wollten, obwohl ich erstmal in mir selber klarkommen musste. Und bist du mit dir klar jetzt? Ja, ja? Jetzt bin ich völlig klar. Aber in dem Moment überhaupt nicht. Und ihr habt noch in dieser Nacht sogar das Video gedreht. Das ging also ratzifatzi weiter. Richtig. Das musste, damit es heute fertig ist. Wo hast du die ganze Energie her? Weil das muss man ja auch, also man muss ja in so einem Video dann auch nochmal performen. Man muss, darf nicht fertig sein, sondern muss wieder strahlend sein. Wie hast du dich denn da aufgepäppelt? Mit Red Bull. Okay. Wir machen keine Werbung, aber... Und wir können auch in das Video reinschauen mal. Die Weltpremiere gewissermaßen. Sozusagen hier bei uns ein paar 30 Sekunden aus dem Video, dass Sie heute Abend um 20 Uhr kurz vor der Tagesschau in voller Länge genießen können. Wahnsinn. Love, oh love. Das ist auch vorhin schon gesagt, und das sieht man auch, wenn du so zuguckst, du magst das Video. Was magst du denn am liebsten eigentlich an dir? Ich muss immer selber lachen, wenn ich das angucke. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich mich selber im Fernsehen sehe. Vielleicht, weil ich das witzig finde. Weil du es noch nicht dir vorstellen kannst, dass ja, du so ernst einfach, genommen wirst. Ja, das ist irgendwie komisch. Aha. Komisch ist auch nämlich an, die Platte kommt jetzt ganz neu raus. Ja. Und bei den Downloads schon, paf! Bestverkaufteste Single ever, ja, so ungefähr. Voll krass. Wahnsinn, ne? Ja. Das ist schon irre. Wir kennen jetzt, wie du singst, wie du tanzt, aber so die persönliche Lena kennen wir noch nicht so. Wie sieht ein perfekter Sonntag bei dir aus? Perfekter Sonntag fängt an mit Schlafen, bis mittags, dann vielleicht ein bisschen laufen. Aha. Also joggen gehen? Ja. Aha. Essen und schlafen. Das ist immer ein Sonntag. Sagen wir mal, den perfekten Sonntag wirst du demnächst nicht mehr haben. Also jedenfalls lange nicht mehr, oder? Ja, ich bin jetzt für ein paar Tage in Hannover und dann mache ich einfach mal aus dem Mittwoch einen Sonntag. Macht es denn noch Spaß, was du machst? Oder hast du jetzt das Gefühl, ich bin da in einer Mühle, bin voll unter Druck? Fremdbestimmt, keiner, ich kann nicht so selber entscheiden oder ist alles Nein, gut? Nein, überhaupt nicht. Ich fühle mich nicht zurückgedrängt in meiner Person oder in meinen Entscheidungen. Wie schaffst du das? Also ich meine, das ist ja schon unglaublich. Also alle lieben dich für deine Natürlichkeit, aber auf der anderen Seite bist du von jetzt auf gleich zu einem Star katapultiert worden. Wie schafft man das denn dann einfach so ganz locker zu bleiben? Ja, vielleicht, weil ich mich einfach gar nicht als Star fühle. Das ist überhaupt nicht so. Ich bin einfach, also ich bin nach wie vor Lena aus dem Abiturjahrgang 2010, IGS Ruderhof. Abi 2010, ja. Mit 12 Millionen anderen Menschen und ich fühle mich gar nicht irgendwie als Star, deswegen... Aber wirst du nicht so behandelt von allen anderen? Nö.
Nee. Also von uns nicht, das können wir schon mal sagen. Aber man stellt sich das ja so vor, also da ist im Grunde genommen das Finale ist gelaufen, du bist Siegerin und dann kommt irgendein Manager an und sagt so, hör mal, ja, ich entscheide jetzt für dich. Ist das nicht so? Also ich glaube, das kommt auch immer darauf an, wie man sich selber verhält. Also würde ich jetzt hier ankommen mit der Nase ganz oben und sagen, nennt mich bitte Frau Meyer-Landrut und ich würde jetzt gerne hier einen Kaffee und ich würde auch gerne noch mal ein paar Brötchen so, ne? Dann wäre das ja irgendwie auch ein ganz anderes Verhältnis. Würde ich jetzt mal sagen. Das war sehr locker mit dir hinter den Kulissen überhaupt. Aber hast du schon mal überlegt, den Nachnamen sozusagen in Künstlernamen zu verwandeln, weil es europäisch... Ich habe überlegt, den Nachnamen einfach wegzulassen, ja. Einfach Lena. Ja. Hm. Das hat zwar vielleicht ein bisschen so, ein bisschen Assi Big Brother Style, aber das ist nun mal mein Name und ich finde, das ist schon okay. Lena ist einfach leichter zu merken, eingängiger als Meyer-Landrut dahinter immer noch. Das ist für viele Osteuropäer vermutlich dann das Problem, aber... Wahrscheinlich. Könnte sein. Noch ganz kurz dein Tipp für Oslo. Mein Tipp für Oslo? Ja. Angucken. Das ist Spitzentipp. Das können wir unterschreiben. Dreifach heute Abend erstmal kurz vor der 20 Uhr Tagesschau das Video und dann am 29. Mai auf jeden Fall Oslo gucken mit Lena. Richtig. Dankeschön.